So, gerade noch ein paar Sachen machen. Möchte ich die begrüßen, die schon da sind. Schönen guten Abend. Wie angekündigt, möchte ich heute über Glaubenssätze sprechen im Rahmen auf dem Weg zur bedingungslosen Liebe. Als allererstes möchte ich da eine Frage beantworten, die mir jemand gestellt hat, in Bezug auf den Körper, ob reifere Seelen einen schöneren Körper bekommen, also Menschen, die schon öfter inkarniert waren. Dazu kann ich nur sagen, dass dem nicht so ist, denn im Rahmen der bedingungslosen Liebe geht es ja darum, sich so zu lieben, wie man ist. Und je reifer eine Seele ist, umso eher erschafft sie sich einen Körper, der nicht so perfekt ist. Weil es geht ja nicht darum, den Körper zu lieben, sondern das, was man ist. Jetzt, um zu den Glaubenssätzen zu kommen, möchte ich als allererstes den größten Glaubenssatz überhaupt aufgreifen, den wir von klein auf beigebracht bekommen. Das ist das: Du bist ein Mensch. Das bekommen wir ja gesagt als Kind. Du bist ein Mensch. Das bekommen wir gesagt, weil es überall gesagt wird, dass wir Menschen sind. Dazu kann ich sagen, ich betrachte mich nicht mehr als Menschen. Weil das Menschsein unterliegt, genau dieses Menschsein unterliegt ja sehr vielen Vorstellungen. Und das, was ich wirklich bin, unterliegt absolut nicht diesen Vorstellungen, die man als Mensch sich macht, was man ist. Hallo Michaela, guten Abend. Schön, dass du da bist. Nun, wieso bekommen wir gesagt, dass wir ein Mensch sind? Nun, irgendwann hat ist jemand auf die Idee gekommen und hat gesagt, das, was wir sind, könnte man ja als Mensch bezeichnen. Ja. Was soll denn ein Mensch sein? Ein Mensch, der so aussieht wie ich, mit seinen Emotionen, mit seiner Suche nach Liebe, mit seinen Vorstellungen, wie er sich als Mensch zu verhalten hat. Da gibt es ein sehr schönes Zitat von Laoze. Das möchte ich gerade mal aufgreifen, wenn ich es noch zusammenbekomme. Gebt auf eure Rechtschaffenheit. Werft weg eure Menschlichkeit. Und das, was ihr wirklich seid, das kommt dann hervor. Das bedeutet, die Vorstellung von einem Mensch und diesen Glauben, dass man ein Mensch ist, einfach aufzugeben. Denn dieses Menschsein beinhaltet ja eine Identifikation. Und über dieses Menschsein geschieht ja auch die Trennung in einem selbst. Weil man eben glaubt, man ist ein Mensch. Weil man es ja gesagt bekommen hat, man ist ein Mensch. Auf diesem Weg, den ich gegangen bin, habe ich genau dieses hinterfragt, was ich bin. Und habe mir die Fragen gestellt, wer bin ich überhaupt? Ich wusste da gar keine richtige Antwort drauf. Denn wenn ich in mich hineingefühlt habe, da war da gar nichts. Das irgendwie sagte, du bist ein Mensch. Und ich habe mich angeschaut als das, was ich bin, was in mir vorging, was sich in mir abspielte. Und da waren keine Worte, die ich für das gefunden habe, was ich bin. Deswegen ist es ganz wichtig, auf diesem Weg zur bedingungslosen Liebe, dieses Menschsein, dieses Ich bin ein Mensch loszulassen. Ein zweiter Glaubenssatz im Zusammenhang mit diesem Menschsein beinhaltet: Ich bin eine Frau, ich bin ein Mann. Wir bekommen ja von klein auf gesagt, du bist ein Junge, du bist ein Mädchen. Das macht man an den äußeren Merkmalen fest. Weil man sich sehr stark auf das Äußere konzentriert. Die Wahrheit sieht aber so aus, dass nur das Äußere wie ein Mann aussieht oder wie eine Frau aussieht. Dass aber in jedem Menschen innen drin genau das Gegenstück vorhanden ist. Das Gegenstück von dem, was sich im Außen zeigt. Da aber durch die innere Trennung dieses Gegenstück verloren gegangen ist, weil man ja glaubt, man ist ein Mensch und dieser Mensch ist ein Mann oder ist eine Frau, ist man auch im Außen auf der Suche nach seinem Gegenstück. Ist auf der Suche nach einem Partner, um die innere Trennung, die dadurch geschehen ist, weil man glaubt, man ist ein Mann oder eine Frau, einfach geschehen ist. Um diese innere Trennung aufzulösen. Es ist auch ganz wichtig, auf dem Weg in die bedingungslose Liebe auch diese Identifikation loszulassen. Denn auch das beinhaltet eben einen dieser Glaubenssätze. Diese Programmierung, die wir von klein auf erfahren. Mir ist klar, dass das nicht einfach ist, diese Identifikation mit Mann und Frau loszulassen. Auch diese Identifikation des Menschseins. Hallo Venja. Wenn du gerade erst gekommen bist, komme ich gerade nochmal auf deine Frage zurück, die du mir gestellt hast. Auf dem Weg in die bedingungslose Liebe geht es nicht um den Körper, um sich lieben zu können. Und ich würde eher sagen, dass eine reife Seele sich genau einen solchen Körper erschafft, der nicht so perfekt ist. Weil einen perfekten Körper zu lieben ist leichter, wie einen Körper zu lieben, der nicht ganz so perfekt ist, beziehungsweise perfekt ist, wie man sich so in der Gesellschaft vorstellt, was ein perfekter Körper ist. Denn für mich ist jeder Mensch perfekt in dem, was er ist, weil, guck mal, jeder Mensch, jedes menschgenannte Wesen ist ja einmalig in seinem So-Sein. Ja, es gibt ihn nicht nochmal in dieser Art. Keiner hat die Augen so wie du, keiner hat die Nase so wie du, kein Mund ist so wie deiner. Die Ohren, alles ist anders, von jedem anderen verschieden. Deswegen bist du einmalig in dem, was du bist. Bist du wunderschön in dem, was du bist. Egal, ob das jetzt nach den gesellschaftlichen Vorstellungen schön ist oder nicht schön ist. Denn was spielt das für eine Rolle? Wichtig ist, dass du dich so liebst, wie du bist. Egal, was da ist. Und je reifer eine Seele ist, umso eher sucht sie sich einen Körper aus, der nach diesen Vorstellungen hier nicht so perfekt ist. Weil, wenn man sich wirklich liebt, spielt das keine Rolle, ob jetzt alles so perfekt ist, wie man sich vorstellen kann. Und guck dir mal an, die schönen Menschen, ja, wie oft lassen die sich operieren, weil das ist nicht perfekt, das ist nicht schön, das muss noch anders sein, obwohl sie wunderschön sind in dem, was sie sind. Und wenn dieser Wunsch eben besteht, irgendwas an sich zu verändern, obwohl man sich doch den Körper selbst erschaffen hat, wo ist da die Liebe für sich? Schön, wenn ja. Gut. Und das ist ja auch ein ganz großer Glaubenssatz, dass man einen perfekten Körper haben muss. Ja? Dass man sich nur lieben kann, wenn alles perfekt ist. Da kann ich nur sagen, jeder Mensch ist einfach perfekt in dem, was er ist. Egal, wie er aussieht im Außen. Für mich kommt die wahre Schönheit sowieso komplett von innen. Wenn sich das Wahre, die Liebe in den Augen strahlt, wenn ich in die Augen sehe, und ein Mensch strahlt aus dem Innen heraus. Das verschönert automatisch das ganze Auftreten des Menschen. Deswegen mach die Liebe nicht von irgendetwas abhängig, was sich im Außen zeigt. Ja. Freue dich einfach an dem, was du bist. Denn du hast jedes Recht dazu, dich zu freuen an dem, was du bist. Und glaube nicht, dass man dir von klein auf gesagt hat, du bist ein Mensch, du bist ein Mann, du bist eine Frau. Denn das, was wir wirklich sind, das ist das einfach alles nicht. Und deswegen kann ich eben sagen, ich bin kein Mensch. Ich bin keine Frau. Weil ich bin alles. Auch wenn ich im Außen die Zeichen der Frau zeige, es ist doch eine Erscheinung in dieser Welt. Und innen drin ist eben auch das, was als Mann bezeichnet wird. Und innen drin ist eben auch das, was als Kind bezeichnet wird. Um anfangen, dich wahrzunehmen in dem, was du bist, sind genau diese Glaubenssätze aufzugeben auch. Ja, und dann wird einem beigebracht, ja, du musst was lernen, damit du in dieser Welt dich ernähren kannst, damit du in dieser Welt überhaupt sein kannst. Doch wer sagt das? Das sind doch auch nur diejenigen, die das selber auch gelernt haben. Und so wird alles, was ihr glaubt, von Generation zu Generation wurde es weitergetragen. Und jeder glaubte das, was man gelernt hatte als Kind. Ich kann da immer nur wieder sagen, glaubt einfach nicht alles, was man euch gesagt hat, dass ihr seid. Ja, und so ist jedes menschgenannte Wesen voller Glaubenssätze. Dann bekommt man gesagt, du bist klug und du bist dumm. Ja. Was soll das überhaupt sein? Nur weil ihr nicht den gesellschaftlichen Vorstellungen entspricht, was sie als Klugheit bezeichnen oder als intelligent, muss das doch noch lange nicht stimmen, dass es auch so ist. All diese vorgegebenen Richtlinien, die da existieren, fängt doch schon an, wenn ein Baby geboren wird. Wenn es nicht die und die Größe hat, die und die Maße hat, die und das Gewicht hat, dann wird es so und so eingestuft. Entweder wird es dann als zu klein, zu groß oder zu schwer eingestuft. Ja, Michaela, alles Bewertungen. Ja? Und es ist auch so, dass, auch wenn das oft nicht geglaubt wird oder man das nicht glaubt, selbst die Babys bekommen diese Bewertungen mit. Wisst ihr, die kommen gerade in diese Welt und dann werden sie gewogen, gemessen und dies und das mit ihnen gemacht, dann werden Tests gemacht und wehe, das ist nicht alles so, wie es sein sollte. Ja, und dann wird direkt gesagt, ja, da ist irgendwas nicht in Ordnung, da müssen wir mal nachgucken, untersuchen. Und diese Glaubenssätze setzen sich schon im Baby fest. Es fühlt sich nicht vollkommen. Ja, es fühlt sich schon bewertet und weil Babys haben ein ganz waches Bewusstsein, auch wenn sie sich nicht ausdrücken können, auch wenn der Körper klein ist. Die Größe eines Wesens wird hier auf der Erde an der Körpergröße festgemacht. Und man vergisst komplett, dass in diesem Körper ein Wesen steckt, das viel größer ist wie dieser Körper, den es gerade in dieser Welt in Erscheinung getreten ist. Und so bilden sich dann eben auch im Baby schon die ersten Glaubenssätze, die sich dann regelrecht festbrennen und wenn die Kinder größer werden, dann auch hervortreten können, meistens sogar hervortreten. Da kommt gerade eine Geschichte in mir hoch, die mir jemand erzählt hat, beziehungsweise das war jemand, der hat sich an mich gewandt mit einem Problem. Sie berichtete von ihrem Sohn, der einen Führerschein macht und jedes Mal, wenn der hinterm Auto sitzt, total wütend wird und aggressiv. Und dann bin ich weiter in diese Geschichte hineingegangen und habe gefragt, wie das denn war bei der Geburt und oder vor der Geburt. Und dann sagte mir diese Frau, ja, sie hätten sich während der Schwangerschaft sehr oft gestritten. Und wie sie das Baby bekommen hat und ihr Mann sie aus dem Krankenhaus abgeholt hätte, hätte ein ganz, ganz heftiger Streit im Auto stattgefunden. Und daran könnt ihr sehen, in diesem Jungen hat sich genau das festgesetzt. Ja, dieser Ärger, dieser Streit, der zwischen seinen Eltern ständig stattgefunden hat und überwiegend im Auto. Ja, dass da Vorfälle waren im Auto. Er wurde auch mal im Auto vergessen. Sodass er da lange geschrien hat. Und so kam dann, jedes Mal, wenn er sich an das Steuer setzt im Auto, kam diese Wut in ihm hoch. Dieser Ärger, den seine Eltern damals empfunden hatten gegeneinander. Daran kann man sehen, dass auch im Babyalter sich alles, egal was da geschieht, ja, im Kind fest bleibt. Und auch eben solche Bewertungen. Du bist nicht vollkommen, weil du nicht den Normen entsprichst, die festgelegt wurden. Deswegen sollte man jedem Baby, das diese Welt betritt, also ich finde das wirklich, ich kann das richtig fühlen, wie so ein kleines Wesen sich fühlt, wenn es da mitbekommt, du bist nicht perfekt. Dabei gibt es doch gar nichts Perfekteres, wie ein neugeborenes Baby. Das kennt keine Angst. Es kennt keine Sorgen. Es lebt im Hier und Jetzt. Es ist einfach das, was es ist. Ja, so bauen sich in jedem Menschen, eben diese Glaubenssätze auf. Und Babys bekommen eben mit, ob die Mutter genervt ist von ihm, ob es angenommen ist. Und so kommen schon von klein auf, kommt dieser Glaubenssatz eben hoch. Irgendwas kann mit mir nicht richtig sein. Irgendwas kann nicht stimmen. Wieso mag meine Mama mich nicht so, wie ich bin? Und das ist einer der Glaubenssätze überhaupt, die in vielen Menschen sind. Ich bin nicht richtig, so wie ich bin. Also muss ich irgendwie mich bemühen, damit ich geliebt werde, damit ich gemocht werde. Und so versuchen gerade Kinder, ihren Eltern alles recht zu machen, damit sie von ihnen geliebt werden. Ein weiterer Glaubenssatz ist geboren. Zu versuchen, es allen recht zu machen, damit sie gemocht werden. Und ich denke, das ist bei jedem von euch auch genauso. Wenn ihr mal da reinguckt, richtig tief reingeht, ist es nicht so, dass ihr versucht, es allen recht zu machen, damit ihr gefallt, damit ihr geliebt werdet, gemocht werdet? Genau, Michaela. Und das ist in vielen, vielen Menschen so, dass sie glauben, sie sind nicht richtig. Ja, sie sind nicht perfekt. Sie müssten dafür viel tun, damit sie gemocht werden. Und diese Programme, diese Konditionierungen oder auch diese Glaubenssätze werden schon ganz, ganz früh gesetzt. Schon ganz früh in der Kindheit. Ja. Das ist ein ganz, ganz großes Thema, ein ganz, ganz wichtiges Thema. Gerade in diesem Bezug, was die meisten wissen ja gar nicht, was man den Kindern, ich sag jetzt mal, antut, weil viele glauben ja, die bekommen das gar nicht mit. Es ist aber nicht so, sie bekommen alles mit. Auch wenn sie sich noch nicht artikulieren können oder sich äußern können, in dem Sinne, wie wir jetzt, was wir als Sprache nennen. Ja, sie nehmen das eher über diesen normalen Sinnen wahr, eben als das reine Bewusstsein, das sie sind. Und jede Regung in den Eltern, die eben nicht Liebe entspricht, bekommen sie mit. Und immer mehr bilden sich dann dieser Glaubenssatz. Ich bin nicht richtig. Weil ja auch überall, ja, dann kommen die Kinder in den Kindergarten. Auch da gehen ja die Bewertungen weiter. Und dieser Glaubenssatz in sich verstärkt sich immer, immer mehr. Ich bin nicht richtig. Ich werde nicht geliebt. Deswegen muss ich jetzt hier hingehen, damit ich vielleicht richtig werde. Und so versuchen die Kinder immer wieder, es allen recht zu machen. Sie versuchen, brav zu sein. Und wollen doch in Wirklichkeit lieber das sein, was sie sind. Fröhlich, lustig, auch mal laut. Doch die Gesellschaft hat da andere Vorstellungen von. Oder die Eltern, weil sie es ja auch nicht besser wissen, haben da andere Vorstellungen von, wie ein Kind sich zu verhalten hat. Denn sie glauben ja, wir die Großen, wir wissen das besser wie die Kinder. Sie haben auf uns zu hören. Sie haben nach unseren Richtlinien. Haben Sie sich zu verhalten. Und immer mehr Glaubenssätze steigen auf. Ich bin dumm. Weil ich kann manche Dinge, die andere Kinder schon nicht können, die kann ich noch gar nicht. Und wenn ich da reinschaue, in diese Vorgaben, ein Kind, Baby muss mit dem und dem Alter, sollte es sitzen. In dem und dem Alter sollte es schon die und die Sätze sprechen. In dem und dem Alter sollte es laufen. Und wenn es noch nicht macht, dann wird sofort vermutet, da ist irgendeine Störung. Und wie gesagt, die Kinder bekommen das alles mit. Und wenn ihr in dieses Gefühl hineingeht für euch, dann kommt genau dieses Gefühl auch wieder hoch. Sich klein fühlend, weil man gesagt bekommt, man kann eben etwas noch nicht, was andere schon können. Und dieser Glaubenssatz, ich mache nichts richtig. Der Michaela, ich bin dumm. Es ist so eine richtige Programmierung, die da stattfindet. Ja, und dann wird erwartet, dass die Kinder Leistungen erbringen. Ja, und dann verhalten sie sich nicht so, zum Beispiel in der Schule, wie man das von ihnen erwartet. Weil sie in Wirklichkeit gar keine Lust haben, da stundenlang in der Schule zu sitzen, still zu sitzen. Sie würden viel lieber toben und spielen gehen, sich an ihrem So-Sein erfreuen. Doch sie müssen stundenlang in der Schule sitzen, weil sie müssen ja unbedingt was lernen, müssen ja unbedingt irgendwann einen Beruf ergreifen. Ja, wenn ja, das geschieht eben, weil man Angst hat vor weiteren Verletzungen aus dem Außen. Dann baut man richtig eine Mauer um sich herum, dass nicht noch mehr hineinkommt an diesen Verletzungen und blockiert sich regelrecht. Auch sich selbst. Weil man immer wieder Angst hat, genau vor diesen Bewertungen, die von klein auf da waren. In der Kirche, das verstehe ich jetzt nicht ganz mit der Kirche. Ach so, das meinst du jetzt, das Stillsitzen, ja, ist, finde ich auch, also dieses Reinpressen der Kinder in eine Religion, ja, und dann bekommt man gesagt, da ist ein Gott, der bestraft dich, wenn du nicht lieb bist, ja, und ich als Kind musste beichten gehen und ich saß da im Beichtstuhl. Und was sollst du denn jetzt überhaupt beichten? Ich habe doch überhaupt nichts Schlimmes gemacht. Dann bin ich hingegangen und habe einfach irgendwas erfunden, damit ich was sagen konnte im Beichtstuhl. Und ich wusste überhaupt nicht, was ich da sollte. Ja. Und da bekommt man eben Dann denkt man nach, was hast du falsch gemacht? Was könntest du jetzt beichten? Und als Kind habe ich gar nicht gefühlt, dass ich irgendwas falsch mache. Aber man bekommt ständig gesagt, dass man was falsch macht. Genau. So ging es dir auch. Ja, so geht es halt vielen Kindern. Und deswegen finde ich, dass dieses in eine Religion hineinpressen und irgendwelche Zeremonien und Dinge, die Kinder machen sollen, finde ich wirklich fehl am Platze. Ja, doch, es ist halt so, wie sagt man so schön, Tradition. Kinder werden getauft, weil, oh ja, das ist ja auch noch so ein Ding. Kinder werden getauft, denn wenn sie nicht getauft sind, sind sie keine Kinder Gottes. Ja, und sie könnten dann nicht in den Himmel kommen. Und wie gesagt, das bringt man Kindern bei. Und dann sind dann die nächsten Glaubenssätze geboren. Ja, wenn du nicht lieb bist, dann wirst du bestraft und kommst dann irgendwann nicht in den Himmel. Da ist ein Gott, der bestraft dich, wenn du die und die Dinge nicht machst. Vor allen Dingen im Rahmen der Religion. Ganz ehrlich gesagt, ich habe mich da nie dran gestört. Mir war das völlig egal. Ja, rituelle Bindung. Die Ehe ist auch so ein Glaubenssatz. Zu heiraten. Man muss heiraten, um Kinder zu bekommen. Um Sexualität zu haben, um Sex zu haben. Auch so ein Glaubenssatz. Man ist ja heute etwas offener, aber es gab ja lange, lange Zeit, da war das so. Da wurden ja Frauen regelrecht eingesperrt, damit sie nicht mit Männern in Berührung kommen. Denn das wurde ihr als unrein angesehen. Auch so ein Glaubenssatz, die in der Gesellschaft aufgekommen sind. Doch, wer sagt das alles? Wieso glaubt ihr das alles? Dass es so zu sein hat? Genau, Michaela. Es wird uns alles gesagt, dass es so zu sein hat. Bei mir war das immer etwas anders. Ich damals schwanger wurde mit 19 Jahren, ich wollte gar nicht heiraten. Aber dann habe ich doch geheiratet. Ja, wenn es schon mal gerade so ist, dann heirate ich halt eben. Ja, wenn ja, das ist halt eben so. Ja, das ist ja schon seit Jahrtausenden geht das ja so, dass das alles so weitergeht. Es ist ja heutzutage ist ja vieles lockerer geworden. Teilweise auch schon wieder ins andere Extrem umgeschlagen. Was wurde dir gesagt, Michaela? Mit der Kirche? Mit dem Heiraten? Ach, du meinst alles, ja. Ja. Und so bauen sich immer mehr Glaubenssätze auf, dass gewisse Dinge eben einfach so zu sein haben. Genauso geht das ja weiter. Ja, Schule. Man muss so und so viele Jahre in die Schule gehen, um die Möglichkeit zu haben, irgendwann einen Beruf zu ergreifen. Jetzt gucken wir uns das mal an. Wofür sollt ihr einen Beruf ergreifen? Gut, das heißt, ich muss mir weil ihr euch euren Lebensunterhalt verdienen müsst. Allein schon dieser Satz, den Lebensunterhalt zu verdienen. Also ihr müsst euch verdienen, dass ihr hier auf der Erde leben dürft. Ihr werdet als freie Wesen in diese Welt geboren. Kommt ihr in diese Welt. Freiwillig. Und dann sagt man euch, schon als Kind, du musst dir irgendwann verdienen, dass du hier leben darfst. Die Wahrheit sieht aber so aus. Ihr werdet mehr oder weniger dazu ausgebildet, denen zu dienen, die sich an eurer Arbeitskraft bereichern. Ja, wenn ja, es ist eine richtige Programmierung, die da stattfindet. Von klein auf wird ihr regelrecht diese Glaubenssätze eingehämmert. Und da du ja nirgendwo anders was anderes hörst. Genau, eine Lebensberechtigung ist das. Wenn du nicht arbeiten gehst, hast du es nicht verdient, hier zu leben. Ja. Doch, so wie das momentan aussieht hier in der Gesellschaft, ist es doch eher so. Ihr dient nicht dem Leben, sondern ihr dient denen, die das bestimmen, wie was Leben ist. Sie bestimmen wirklich, wie du zu leben hast. Ja, sie machen dir Vorgaben, wie du zu leben hast. Damit sie sich an dem bereichern, was du dir selbst geschenkt hast. An deinem Körper, an deiner Arbeitskraft, an deinem Sein. Und das wird einfach alles so geglaubt, dass das alles seine Richtigkeit hat. Ja, weil man bekommt dir von klein auf diese Angst beigebracht. Wenn du das nicht machst, dann wirst du sterben. Ja, dann wirst du nicht leben können hier auf der Erde. Und so gibst du das, was du dir selbst ausgesucht hast, gibst du für diejenigen hin, für die Gesellschaft, für die Großen, die sich größer dünken als wir alle, als wir sind. Die sich über uns stellen und sagen, ich bin größer wie du. Ich gebe dir Arbeit, damit du deinen Lebensunterhalt verdienen kannst. Sei also dankbar dafür, dass ich dir das überhaupt die Möglichkeit gebe. Und so wird die Angst, dadurch, dass wir auch gesagt bekommen, von klein auf, wenn du das und das nicht tust, wird es dir schlecht gehen. Weiterer Glaubenssatz. Und wenn du das nicht, keinen Beruf erlernst und dir nicht deinen Lebensunterhalt verdienst, weil irgendwann wirst du sterben. Und so ist diese Welt auf dieser Angst aufgebaut. Durch die Identifikation. Weil man glaubt, man ist ja dieser Körper. Das kriegen wir ja auch gesagt. Du bist dieser Körper. Und du musst zusehen, dass dieser Körper genug bekommt. Deswegen musst du arbeiten gehen. Alles Glaubenssätze. Ja? Und auch, dass du irgendwann sterben wirst. Gehört auch dazu. Ein Glaubenssatz. Und dass du deswegen all diese Dinge tun musst. Für diesen Körper, damit er so lange wie möglich in dieser Welt existieren kann. Dass aber dieser Körper, teilweise diese Arbeit, die einem aufgedrückt wird, nach und nach kaputt geht daran. Da zeigen sich zuerst die seelischen Symptome, wie unter anderem können Depressionen kommen, Burnout, Herzinfarkt und. Ja? Sodass irgendwann auch der Körper nicht mehr kann. Dass er krank wird, Symptome zeigt. Wegen diesem, was hier Leben genannt wird. Ja, wenn ja, da wusste ich es ja auch noch nicht besser. Ja? Deswegen habe ich das ja gesagt. Auf diesem Weg ging es ja darum, um die Hingabe, um die Annahme von dem, was kommt. Unter anderem war, dachte ich ja zu diesem Zeitpunkt noch, irgendwann wird dieser Körper sterben und dann werde ich nicht mehr, gar nicht mehr. Also ich bin dann nicht mehr existent. Ich bin vollkommen ausgelöscht. Das dachte ich ja. Und mir ist auf diesem Weg klar geworden, du kannst eh nichts dran ändern. Also kann ich mich damit auch genauso gut einverstanden erklären und aufhören, dagegen zu kämpfen oder dafür zu kämpfen, so lange wie möglich zu existieren hier auf der Erde. Und konnte zu mir sagen, egal was kommt, du bist damit einverstanden, was kommt. Ich kann es ja eh nicht ändern. Das, was kommt, das kommt. Was willst du daran ändern? Und wenn dieser Körper irgendwann verbraucht ist und er nicht mehr kann, dann wird er nun mal dann werde ich diesen Körper nun mal auch jetzt verlassen müssen. Ja? Es ist nicht zu ändern. Was willst du machen? Ob du jetzt, wenn du jetzt schon Jahre vorher Angst um etwas hast, dass das sich unweigerlich einstellen wird. Ja? Das ist ja das, was vielen, vielen Menschen Angst macht. Schon bevor überhaupt etwas eingetreten ist, haben sie schon Angst davor. Ja? Und das hängt unmittelbar mit diesen Glaubenssätzen eben zusammen. Diese Angst. Diese Angst zu sterben. Und zu dem Zeitpunkt, wo ich das sagte, wusste ich das ja gar nicht. Dass ich ein Wesen bin, das diesen Körper nur benutzt, um in dieser Welt zu sein. Aber eben dieser Körper in dem Sinne nicht ist, sondern nur eine Erscheinung von dem, was ich bin. Doch genau aus dieser Angst heraus, ja, geschehen ja all diese Dinge, machen ja Menschen viele Dinge und lassen sich so viele Dinge gefallen, weil sie Angst haben, es könnte ihnen etwas geschehen. Ja. Ein weiterer Glaubenssatz. Dir kann etwas geschehen. Sicher kann diesem Körper was geschehen. Ja? Doch das, was wir wirklich sehen, dem kann eben nichts geschehen. Und heute kann ich sagen, ich würde lieber diesen Körper aufgeben, wie nochmal irgendetwas zu tun, was diesem meinem Wesen entspricht. Das ist eine ganz entscheidende Frage, wenn ja. Wer bin ich? Ja. Weil von klein auf hat man dir gesagt, wer du bist. Und du hast all diese Dinge geglaubt, all diese Glaubenssätze in dir aufgebaut, wer du bist. Sodass durch diese ganzen Dinge du komplett vergessen hast, wer du wirklich bist. Du glaubst, du bist jemand, der heißt Venja. Du glaubst, du bist eine Frau. Du glaubst, eine Frau hat sich so und so und so zu verhalten. Ja? Eine Frau kleidet sich so und so und so. Es ist ganz wichtig, genau all diese Glaubenssätze aufzugeben, wie man sich zu verhalten hat. Ja? Dass man gewisse Dinge einfach nicht zeigt. Weil andere könnten sich ja davon unangenehm berührt fühlen. Doch das ist doch denen ihre Sache. Ja? Wieso solltest du dich nicht so zeigen dürfen, wie du bist? Nur weil jemand anders da draußen davon vielleicht sich unangenehm berührt fühlt? Sollst du nicht so sein dürfen, wie du bist? Ja, das macht Menschen krank, weil sie immer sich zurückhalten müssen und eine Maske aufsetzen. Das Thema der Glaubenssätze. finde ich, ist ein sehr, sehr großes Thema. Deswegen werde ich die nächsten Sendungen auch noch mehr darüber sprechen. Über all diese Dinge, die wir gesagt bekommen haben in dieser Welt. Da gibt es noch viel, viel mehr. Genau. Genau. Ja, genau, Michaela. Das bekommen wir alles gesagt, was diese Mode ist out, das ist Schitte, das nicht, das ist super, das nicht, zu dick, das geht nicht, zu dünn, ja, ADHS, zu groß, zu klein, hässlich, hübsch. Alles Glaubenssätze. Ja. Und nur weil man von einem Schönheitsideal ausgeht, zum Beispiel, wie ein Mensch auszusehen hat, und die Nase muss gerade sein, der Mund muss schön proportioniert sein, er darf nicht zu klein sein, er darf nicht zu groß sein. Und wenn die Lippen zu dünn sind, dann tun wir sie halt aufspritzen, damit sie dem Ideal entsprechen, wie Lippen auszusehen haben. Ja, und ich habe ein bisschen dicken Bauch, okay, dann gehen wir mal zum Fett absaugen, damit das im Ideal entspricht, dass man einen flachen Bauch hat. Ja, und ja, man muss ja auch sportlich sein, also gehen wir in ein Sportstudio, damit wir sportlich wirken. Das ist so unglaublich. Ich muss auch immer etwas grinsen, wenn, gut, ist ja jedem selbst überlassen. Wenn wir so mit den Hunden spazieren gehen und ich sehe dann diese Jogger und Joggerinnen oder mit ihren Nordic Walking Stöcken, all diese Dinge werden gemacht. Der Körper muss ja fit gehalten werden, damit er so lange wie möglich existiert. Ja. Dass aber Hochleistungssport oder Sport generell ein Übertreiben dem Körper gar nicht so gut ist, das wissen ja die wenigsten, weil man bekommt es ja überall gesagt. Fitness. Fitness ist gut. Ja, Sportstudio ist gut. Laufen gehen ist gut. Die Wirklichkeit sieht so aus. Spazieren gehen reicht vollkommen aus. Genau. Muckis braucht man, um Selbstbewusstsein zu stärken. Ja. Dabei reicht jeden Tag 1 bis 2 Stunden spazieren gehen. In der Natur, im Wald. Das reicht vollkommen aus, um fit zu bleiben. Ja, man liegt ja nicht den ganzen Tag irgendwo auf dem Sofa rum. Ja, was ist das? Ja, teilweise auch, damit man einem Schönheitsideal entspricht. Dieser Satz stimmt vollkommen. Sport ist Mord. Du brauchst ja nur die Sportler anzugucken, die wirklich eher Fußball, Hochleistungssportler. Die sind meistens mit 40, ist denen ihr Körper so kaputt, dass sie das gar nicht mehr machen können. Ja? Eine Verletzung nach der anderen. Ja, aber einfaches Spazierengehen. Jeden Tag. 1 bis 2 Stunden. Reicht vollkommen aus. Ja, das mache ich ja auch. Und mir geht es super gut damit. Ja? Es gibt nichts Besseres, wie schön spazieren zu gehen, die Natur zu betrachten. Am schönsten ist es noch natürlich zusammen mit jemand zusammen. Ja? Und nicht irgendwo in der Stadt, um dann von Geschäft zu Geschäft zu gehen, sondern raus in die Natur, in den Wald, wo viel Sauerstoff ist. Ja? Nicht so viel Abgase. Und der Wald hat ja eine ganz große Rolle gespielt auf dem Weg hin zu meiner Heilung, zur inneren Heilung, zu dem Erkennen in dem, was ich bin. Ja. Das war so wundervoll, jeden Tag da spazieren zu gehen, in den Wald. Stundenlang bin ich da rumgelaufen. Und bevor ich angefangen habe, diese Spaziergänge zu machen, ja, ich hatte ja diese Erkrankung gehabt. Da konnte ich gar nicht so lange laufen. Und dadurch, dass ich angefangen habe, immer jeden Tag mehr zu laufen. Ich bin berghoch, ich bin teilweise, die waren richtig so schräg gingen die hoch. Bin ich hochgegangen. Und das war so schön. Immer mehr, wie ich gemerkt habe, wie sich mein Körper immer mehr an Kraft gewann. Und dass es mir immer besser ging. Das ist das, was ich jedem empfehlen kann. Diesen Glaubenssatz aufzugeben, ich muss jeden Tag irgendwas an Sport machen. Ja? Damit dieser Körper fit bleibt. Bewirkt oft genau das Gegenteil. Denn unser Körper ist perfekt. Und er ist noch nicht so, er ist nicht so gebaut, dass wir ihn diesen extremen Belastungen aussetzen sollten. Ja? Liebevoller Umgang mit ihm. Und nicht diese extreme Belastung. Und auch das bedeutet eben Selbstliebe. Auf den Körper zu hören. Denn er zeigt, all das zeigt er, was man ihm zu viel zumutet. Muskelkater, Bänderrisse. Unter Umständen auch Gelenküberdehnungen. Schmerzen, die sich dann zeigen. Das sind alles Zeichen. Das, was du tust, das tut dir nicht gut. Ja, das ist klar, Michaela. Sie sind ja voll mit diesen Glaubenssätzen. Und was dabei herumkommt, ist oft ein schlechtes Gewissen. Dass man eben gewisse Dinge nicht tut, die man gesagt bekommen hat. Die glauben, man müsste sie tun. Schaut uns das ein. Ja, stell die Frage. Wenn ja, stell sie. Ja, tue ich. Das ist auch so ein Glaubenssatz, der einem überall eingetrichtert wird. Es macht dich krank. Wenn ja, ich rauche seit ich 16 bin. Jetzt bin ich 56. Da ist nichts, gar nichts. Und ich habe immer gesagt, das wird dir nicht schaden. Und es schadet mir auch nicht. Und wenn die Zeit reif ist und ich keine Lust mehr habe, höre ich auf. Oder auch gar nicht. Ja? Ich bin da ganz ehrlich. Ich rauche gerne. Es schmeckt mir einfach. Ja? Und aus diesen Glaubenssätzen bin ich auch komplett raus natürlich, dass mich irgendetwas in dieser Welt krank machen kann, mir schaden kann. Da bin ich komplett weg. Es ist für mich ein Genuss, wenn ja. Ja, es ist für mich ein Genuss. Und wie gesagt, wenn irgendwann der Punkt kommen sollte, wo ich sage, nee, jetzt will ich nicht mehr, dann will ich das auch nicht mehr. Und ich werde es so lange weitermachen, wie ich Lust dazu habe. Ich lasse mir von niemandem vorschreiben, was ich zu tun und zu lassen habe. Auch in Bezug auf das Rauchen. Und wenn dagegen gewettert wird, mache ich es erst recht. Genau. Es spielt gar keine Rolle. Weil das Rauchen wird ja so verpönt. Ja. Oh Gott, die bösen Raucher. Ja. Das ist mir sowas von egal. Ja. Und es schadet mir nicht davon, das weiß ich zu 100%. Genau. Uns wird genug vorgeschrieben. Und ich lasse mir nichts mehr vorschreiben, wie ich als das, was ich bin, zu sein habe, was ich zu tun habe und zu lassen habe. Ja. Und je mehr gegen irgendetwas gesprochen wird, umso mehr mache ich das. Einfach zum Spaß heraus. Hey, ich mach's doch. Ist die Frage damit beantwortet, wenn ja? Deswegen, also wenn jemand hier raucht, genau, ein Erleuchteter raucht nicht, ist eben auch ein Glaubenssatz, eine Vorstellung, da halte ich mich erst recht gar nicht dran, an solche Vorstellungen, ganz sicher nicht. Und egal was also bei mir ist es so, egal was ein Mensch macht, ob er viel trinkt oder raucht oder dies oder das, ist doch völlig unwichtig, völlig egal. Das, was ich sehe, ist das, was er wirklich ist und nicht, was er in dieser Welt zeigt oder irgendwie tut. Das sind alles nur Verurteilungen und Bewertungen, wie etwas zu sein hat, was man zu lassen hat, was man zu tun hat. Ja, alles diese Vorstellungen. Einfach weg davon gehen. Ja, und dann werde ich für heute Abend mal Schluss machen. Konnte ich so ungefähr vermitteln, wie das mit Glaubenssätzen ist. Aber wie gesagt, ich werde auch in den nächsten Sendungen noch mehr auf Glaubenssätze. Wieso stört dich Zigarettenrauch? Geh mal in die Kindheit hinein, ob da irgendwas war, wo jemand viel geraucht hat. Wenn ja, könnte sein. Oder weil das allgemein gesagt wird, dass es schadet, das Mitrauchen. Ja, genau. Es ist ja jedem seine Selbstverantwortung, ob er viel trinkt oder nicht viel trinkt. Jedem seine selbst. Niemand steht das Recht dazu, es zu bewerten. Ja. Weil alles, was du an anderen Menschen bemängelst, ist eine Bewertung, ist eine Verurteilung. Wieso sollte er das nicht dürfen? Weißt? Ja, wenn ja, dann ist es eben, musst du halt, ja, noch eine Frage. Okay, mach. Sicher ist es egal. Sagte ich ja eben schon. Es ist jedem seine Entscheidung. Ob er Alkoholiker ist, ob er Drogen nimmt. Ja. Ich kann das gar nicht bewerten, weil es ist von demjenigen der Körper. Und seine Verantwortung, wie er damit umgeht. Und kein Mensch hat das Recht dazu, ihm zu sagen, dass es schlecht ist. Ich würde also niemals das bemängeln bei irgendjemand. Ich habe in dem, was ich erlebt habe, sehr oft mit Alkoholikern zu tun gehabt. Und ich habe es bemängelt zu diesen Zeitpunkten. Ich fand das wirklich widerlich. Wenn man daran glaubt, mit Sicherheit. Wenn ja, alles, was du glaubst, ist schädlich. Doch wie ich schon sagte, der Körper ja. Aber vielleicht hat sich gerade diese Seele ausgesucht, das in diesem Leben zu erfahren. Weil der hat sich das ja ausgesucht, ja. Eben diese Erfahrung mit dem Alkohol zu machen. Und er kann sich ja jederzeit dazu entscheiden, aufzuhören damit, seinem Körper nichts mehr, diesen Alkohol anzutun. Du darfst, weißt du, diese Bewertungen, ist ganz wichtig, aus diesen Bewertungen herauszugehen oder von Vorstellungen, es sind ja, oder dass irgendetwas falsch sein könnte. Das ist auch so ein Glaubenssatz, dass irgendetwas, was du tust, falsch sein könnte. In Wirklichkeit sind es ja nur Erfahrungen, die halt jeder sammelt, um aus diesen Erfahrungen zu lernen. Hör auf, auch zu denken, etwas ist schädlich. Mit diesem Gedanken kannst du dir genau das erschaffen, dass dir etwas schadet. Und du kannst dich jederzeit dazu entscheiden, etwas nicht mehr zu tun. Ja? Freiwillig und ohne dir zu sagen, ich muss das jetzt. Irgendetwas zu müssen, ist eben auch so ein Glaubenssatz. Okay, Benja? Dann möchte ich euch noch einen schönen Abend heute wünschen. Wir sehen uns dann nächsten Samstag wieder. War schön, dass ihr da wart. Wer sagt denn sowas, Benja? Das ist doch demjenigen auch die Entscheidung mit einem Menschen. Mein Gott, allein dieses Wort Alkoholiker. Ja, das ist ja eine Bewertung von einem Menschen. Statt es einfach zu akzeptieren, dass er in dem Moment so ist, wie er ist. Man sollte dann viel lieber mal auf den Grund gehen. Wieso muss dieser Mensch sich Tag für Tag betäuben? Ja? Und nicht ihn einfach so abstempeln als Alkoholiker. Und es ist jedem seine Entscheidung, ja, mit wem er zusammen ist und zusammen lebt. Kann das sein, dass das irgendwie mit deiner Kindheit zusammenhängt, mit dem Alkoholiker? Wenn ja. Wir können in der nächsten Sendung nochmal darüber sprechen. Ja? Weil ein Mensch wird mein Mund zu trocken. Ich sage dann bis nächsten Samstag. Wenn was ist, ich bin ja sowieso da, darf mich ja jeder anrufen. Ja? Okay. Schönen Abend an euch alle noch. In Liebe von mir an euch.